So, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zum Stream. Hi. Ich brauche noch einen Augenblick. Ich bin hier gerade am. Ich habe einen Adapter gekauft und habe gehofft, dass der so läuft. Aber momentan habe ich jetzt noch nicht so Erfolg damit gehabt. Ich muss jetzt mal klarkommen, wie das geht. Ich hatte mal auch mal eine Anleitung, die habe ich nur verbummelt. Eine Anleitung. So. Egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Vom Starten beliebige Taste. Umstelle aufs. Dann. Also er will auf jeden Fall noch nicht laufen. Ich, einfach den einfachen, ich hätte einfach den einfachen Bluetooth-Connector holen sollen. Das hätte mir, glaube ich, schon gelangt. Nein, ich muss natürlich den schönen. Oh, cool, es gibt aber Nintendo Switch PS3 PC-Verbinder. Das ist die beste Lösung. Steckt das in den PC und es läuft. Mike, hast du irgendwo die Anleitung? Ich die noch im Flur oder so oder in uns im Wohnzimmer? Er braucht schon Anleitung, sage ich, ne? Es ist schief gelaufen. Wohnzimmertisch. Ja. Ich hab ihn. Okay. Bevor wir anfangen, möchte ich ein bisschen studieren. Oh nein, das ist Englisch. Wired Controller Connect on Nintendo Switch. Nein, das ist falsch. How to connect your controller to Nintendo Switch. Nein. How to connect your controller to PC-Input. Ah, das ist schon besser. Hier gucken wir mal. Also wir haben den Switch Pro Controller. Da steht ja drauf. Das ist schon mal gut. Da, 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 da. Ah, da haben wir es. Nintendo Switch Pro Controller. Switch Bluetooth Controller. Turn on your PC. Ja. For Switch Remote. Please push the button on the side of the adapter to PC input and connect the adapter to any available USB port on the PC. Warte mal. Das Ding hat an der Seite, ja, das da, ne? Der Schalter. To switch the modes, please push the button on the side. Das ist übrigens kein Button, das ist ein Switch. Ein Schalter ist das. Das heißt Switch. Verdammt. Nicht mehr Englisch können die. Adapter to PCX Input and connect Adapter. Also auf PC stellen. Okay. Ich habe ihn jetzt auf PC gestellt. Shortly press the pair button on the adapter to enter into the pair mode. The LED. Da ist eine LED drin. In Data will blinky quickly. Wo ist hier eine LED? Ach, das Ding da? LED? Ach so, da leuchtet es wirklich. Ups, die habe ich gleich gesehen. Jetzt wird er als Xbox-Controller erkannt. Ich werde nicht einen Switch-Controller erkennen lassen.
Okay, jetzt blinkt er wie so verrückt, als hätte er Herzflimmern. So. Ah, es hat funktioniert. Er hat sich connected. Aber jetzt zählt er als Xbox-Controller. Ich wollte eigentlich den Switch Pro-Controller da haben. Egal, es sollte jetzt funktionieren. Ich starte jetzt mal das Spiel. So. Software-Spiele. Und dann haben wir es hier. Warte, ich hab's gleich. Lego Star Wars, Lego Worlds. Oh, warte mal, es ist Lego. Star Wars Republic Commando, Star Wars Battlefront 2, Star Wars The Force Unleashed, Star Wars Fallen Order, da haben wir es, ja. So, ich habe zu viel Star Wars. Da. So, 1000 Jahre ist better, ist nichts Neues. Ich finde das bei Steam schon mal geil, dass man den Switch-Controller einfach connecten kann, ne? Ein Pflicht-Update! Ich glaube, das bin 1000 Jahren später, kommt bald hin. Ein Pflicht-Update. Du musst ein Update, dann sollst du nicht spielen. Dam, dam, dam. Du sagst es. So, ich kann ja schon mal darüber gehen. Jetzt will ich einmal ganz kurz gucken. Habe ich das schon integriert? Star Wars oder so? Irgendwie so genannt. South Park, den brauchen wir nicht mehr. Den kann ich umbenennen. Beliebige Vollbildanwendung erfassen. Probier das mal aus, vielleicht klappt das ja mal. So. Dann können wir noch einen Augenblick hier warten. So. Ich habe das jetzt schon mal eingestellt, dass man gleich was erkennt. Aber das Update, das fliegt Bombe. Noch 18 Sekunden, dann ist es durch. Ich habe 16 MB die Sekunde, das geht wirklich schnell. Seine Geschwindigkeit, da kann Felef nur träumen von. Entschuldigung. Und der Drucker, den hört man nicht, ne? Ich kann mir selber mal rein schluschern. Also ich habe ja hier einen Schluschern. Also ich habe ja hier einen Schluschern. Also ich habe ja hier einen Echo! 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 Oh, das ist dezent nervig, Entschuldigung. Oh, es ist ein Klassiker. Oh nee, nicht schon wieder. Aber ich muss sagen, der Ping ist schon wirklich besser. Also die, der Abstand zwischen Stream und Echtzeitgeschehen. So, das Spiel wird fertiggestellt. So, das, jetzt ist der Stream auch schon vorbei. Wir haben mit Updates und Einstellungen so lange gebraucht, dass wir jetzt einpacken können. Ich bin echt überlegen, ob ich einen Bluetooth-Adapter habe. Ich muss irgendwo einen Bluetooth-Adapter haben. Das kann doch nicht sein. Ich will nämlich die Switch-Einstellungen über den Steam-Shop nutzen. Egal. So, ich darf auf Spielen drücken und es sollte laufen. Guck mal, Steam wird geöffnet. Steam öffnet Origin. Origin öffnet Star Wars. Jetzt auch im Epic Store kaufen können, aber will keiner, glaube ich. Ey, ganz ehrlich, wenn Steam bevorzugt wird, auch wenn bei Fortnite so einen schönen Skin gibt, aber nein. Da würde ich den Skin lieber extra kaufen, als ich das von Epics kaufe. Hab mir heute endlich mal eine Powerbank geholt. Yay! Auch so eine dicke, wie ich die habe? Lol. Hoffe. Oh, ich mach mal den hier. Kann man was sehen? Natürlich nicht. Warte mal ganz kurz.
sollte es gewesen sein. Ein schwarzer Bild. Ein schwarzes Bild, interessant. Nee, aber die ist hellgrün. Ja, cool. So, Lautstärke müsste es ganz gut sein. Ich habe schon mal ausprobiert, aber ich glaube, wir starten einmal eine ganz neue Reise. Die Story ist verdammt gut. Also bis jetzt fand ich das ganz interessant. Ah, naja, okay. Mhm. Ich merke das schon. A ist B und B ist A. Das will ich gerne nochmal ändern, wenn möglich. Kann ich das? Er kennt ihn leider als Xbox-Controller. Das ist das Problem. Xbox-Controller sind die Knöpfe anders gereiht. Da komme ich gerade nicht drauf klar. Ich muss einmal ganz kurz nochmal in den Einstellungen hier rein. So. Ja, weißt du was? Ich steck diesen Adapter raus. Und mach das dann anders. Ich mach das über dieses wunderschöne USB-Kabel. Es ist zwar mit Kabel gebunden wie ein Höhlenmensch, aber sei es drum, selbst Höhlenmenschen können ein Spiel spielen. 10.000, 1 Billion Jahre später, so. Nintendo Switch Pro Controller nutzt die Konfiguration von Turuxo, das ist richtig. Aber jetzt kann ich hier gar nichts mehr hintergehen. Hilfe! Oh. Wir starten das Ganze nochmal neu. So. Aber jetzt. Oh Mann. Ich wollte doch nur Bluetooth nutzen, damit ich dieses Kabel hier nicht habe. Nein, es muss natürlich jetzt umgekehrt sein mit A, B und XY. Was ich gerade so interessant finde, wir haben uns auf der Arbeit so unterhalten, so ein bisschen über, Google hat jetzt gerade so ein Streaming-Projekt. Die streamen ja demnächst, also kommt jetzt demnächst auf den Markt, Spiele über den Chromecast. Das heißt, du brauchst nur noch diesen Stick und eine schnelle Internetverbindung und kannst zocken, ohne Hardware. Das ist schon richtig geil. Und das soll vor allem noch richtig gut aussehen. Ich bin echt mal gespannt, ob das könnte vielleicht sogar die Zukunft sein und dann muss ich nicht mal aufrüsten. Das ist voll geil eigentlich. Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren. Es ist interessant, dass das Intro gar nicht angezeigt wird bei euch. Ach, doch jetzt. Lucasfilm! Yay! Star Wars Jedi. All in order. Yeah! Es gibt doch Stadia. Das meine ich doch. Das ist von Google. Stadia ist Google. Wieso? Wieso? Warum? Was ist dein Problem? Du hast doch letztes Mal super funktioniert. Mein Gott. Ich will doch nur Controller spielen. Warum? Ich mache jetzt eiskalt Steam aus. Origin aus. Meine. Das wollte ich schon sagen. Bisschen hart, aber ist so. Jetzt macht sich Epic Store noch auf. Ach, guck mal, du hast Steam beendet. Origin, möchtest du nicht lieber bei uns anfangen? Nein. Toron-Technik. Psst. Die Technik ist wunderbar. Aber sie meint, ach, du wirst bestimmt nicht mit der Nintendo Switch Controller spielen. Deswegen hast du ihn ja garantiert auch nicht angeschlossen. Ne? Nutzen Sie einen Controller.
Ja. Ist der jetzt als normaler Controller erkannt worden? Es kann doch nicht wahr sein, dass mein geliebter Pro-Controller nicht erkannt wird. So, Switch Pro Controller. Der Haken ist drin. So, er wurde sogar erkannt. Stell dir vor, oh, er läuft, er läuft. Alles klar. Sehr schön. Ich kann damit interagieren. Das ist schon mal sehr gut. So, Bibliothek. Jetzt machen wir eiskalt hier Star Wars auf und jetzt läuft das auch. Warum? Weil ich fest daran glaube. Ich habe noch Hoffnung. Nur zu Origin wird aufgerufen. Wer braucht schon Origin, wenn er Steam hat? Ich finde schon mal gut, dass das wieder angeboten wird. Origin, also Spiele von EA wieder auf Steam angeboten werden. Ich fand das mega schlecht, dass sie dann ihren eigenen Markt aufgemacht haben. Aber offensichtlich geben sie jetzt endlich nach. Merken, dass ihr Origin-Netzwerk nicht so toll ist. Ich habe kein Bild. Warum habe ich kein Bild? Hallo? Unreal Engine. Lucas LTD. Lucasfilm. Star Wars Jedi Fallen Order. Controller reagiert jetzt hoffentlich. So, nun hat Tore es endlich geschafft. 15. Ja! Es funktioniert auch! Neue Reise! Endlich! Und wir spielen den Jedi-Ritter. Story-Modus kann man ausspielen, aber da ist überhaupt keine Herausforderung. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Der Boss. Könnte gut für uns sein. Wie ist der Chef? Auf Mann 10A wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Na? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Ja, so geht's los. Einmal ganz kurz. Mir ist aufgefallen, das Intro hat so ein bisschen geruckelt. Ich habe auf 144 Hertz eingestellt. Ich stelle das mal auf 60 ein. Das ist erstmal auch recht okay. Und ja, mal gucken. Jetzt müsste das vielleicht eventuell besser laufen. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen runterschrauben. Weil ich habe alles auf episch. Weil einfach das Spiel episch ist. So. Okay, so. Kann hier mit A springen und ja, das ist jetzt quasi so eine Art Tutorial. Und es ruckelt immer noch. Wir müssen das noch ein bisschen fein einstellen. Also, ich
Es ist leider so, dass wenn man Stream und gleichzeitig Spiel hat, dass das sich meistens nicht so gut verträgt, besonders bei den heutigen ganz gut gehen. Dass man vielleicht ein bisschen die Grafik runterschrauben sollte. So. Nur keine Sorge. Alles klar. Ich glaube nicht, dass dieses Werkzeug die Schicht überstehen wird. Hier oben! Hier oben! Nach dir, Junge! Kein Problem, kommen wir hoch. Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lookalike gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Das hört an, auf diesem Headset hört sich ja so geil an, wenn dieses Raumschiff da eben an mir vorbeiflog. Ja. Alles okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Ich seh's. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Oh, das wird ein Spaß. Hui! Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Müll? Aber kein zugelassener Müll. Ich bin kein zugelassener Müll. Ich darf das nicht machen. Ups. Entschuldige. Dieser Suchtdruide, der sucht doch was. Oh. Ich merke, es ist immer noch nicht sehr gut. Sind wir mal auf Mittel. Wir sind schon fast bei schlecht. Videos und Schärfe, das können wir mal ausschalten. Körnigkeit, ist das wichtig? Kamera erschüttern, lassen wir mal an. So. Und es ruckelt immer noch. Der CPU ist komplett ausgelastet, aber wieso? Mein CPU, der ist auf 100%. Shagan. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Ich bin gleich wieder weg. LT springen und drücken, um zu klettern. Hä? Hä? Oha, 100? Ja. Ach da! Also der Grafikkarte juckt das nicht, das ist der CPU. Ach so. Also man kann hier überall schön klettern, das ist schon recht cool. Leiste nicht, Kerl. Schön dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. Bring dich nicht selber um. Okay. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Aber nur diesmal. Klammern. Klingt gut. Bin in Kürze dort. Ja, cool.
Ups. Ey, komm, da habe ich ein bisschen zu vorordentlich gehandelt. Kann das sein? Ja, man kann sterben. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hä? Hä? Das muss doch voll wehtun, wenn man sich an diesem Metall dann festhält, ne? Ich glaube, wir müssen runter. Hä? Genau, das war Philipp. Hä? Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Los. Ja, und ab geht's. Sieht so cool aus, wie sie den republikanischen Schrott da alles auseinandernehmen. Die ganzen Schiffe von der Republik und der Separatisten werden hier zerlegt, das sieht man ja offensichtlich. Ausmusterung der Schlachtschiffe. Mist, hast mich enttarnt. Ja, Felix ist in the game. Hat sie nur die Haare rasiert. Hallo? Ach, da oben geht's ja noch weiter. Alles klar. Eben so ein bisschen verwirrt. Beeilung, wir müssen fertig sein, bevor sie diese Tragfläche abtrennen. Ach, schnell, ach, schnell! Was? Arbeite so schnell ich kann. Schnell! Ich weiß ja nicht, wo das ist, aber da unten sind auch, ist dieses selbe Vieh, glaube ich, welches es auch bei Tatooine gibt. Den unteren Hebel für den manuellen Override. Ach, da bist du. Na? Der untere Schalter. Das ist. Oh, hier. Alles klar. Du bist dran. Moment! Okay, Klammer gesichert. Wow. Alles okay? Bin noch da. Ha, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Oh, und hier ziehen wir dann auch nochmal. Moment, ich mach das. Die Musik hat bisher nicht enttäuscht. Star Wars Musik ist eigentlich immer gut. Komm, seht ihr das an? Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schatzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Kann man der nicht ganz gut verstehen? Oh oh. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Oh oh, oh oh, ah! Lenk nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts!
nach links! Oh Gott! Bro, alles okay? Kerl, ich komm nicht drauf! Bro, durchhalten! Oh oh! Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Er sucht Druide! Ich kann nicht mehr! Bro, nein! Geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen per Konter. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen. Ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein Geld. Ich weiß. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Und der Druide hat uns gesehen, meine ich, ne? Dieser Suchdruide. Alles okay bei dir? Ja. So? Ja. Kerl, wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier wirst du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, naja, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Ascher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Worf. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Hä? Wo ist er hin? Prof? Wo ist er denn hin? Hallo? Da ist er doch! Prof, warte! Hä? Leute sind verschwunden. Was geht hier ab? Wo willst du hin? Hä? Toll. Ganz ehrlich, ich finde das immer so geil, was alles so machbar ist.
Schüler. Du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir halten an, Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Inquisitoren. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt? Folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure und zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur Ängstliches zu sagen. Für das Imperium sind wir doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Oh oh. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du. Hau ihn tot. So. Jetzt können wir erstmals richtig interagieren mit dem Spiel. Das ist schon richtig gut. Also das Spiel hat schon ein bisschen was zu sagen. Hat schon was zu. Ey, B, halt mal um Blasterboss zu wirken. Kein leichtes Ziel! Alles klar! Fest ihn endlich! Jetzt! Ups! Kontakt bestätigt! Erschießt ihn! Jetzt sind nur noch du und ich übrig! Okay! Aufpassen! Wir können gar nicht verlieren, stimmt? Frachttür ist versiegelt! Oh. Jetzt gehen wir einfach mal durch den Zug und ja, was auch immer wir machen. Ja, warum nicht? Bewegung bleiben. Oh, Scout-Truppen.
Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. Er ist Zierfass. Bereitest du dich auf den Tod Exin. Ah, cool. Kannst du dich, wenn du tot bist. Aufpassen! Nähert euch dem Ziel. Schaffe das nicht allein. Bleib weg von mir. Okay. Oh. Ich hab dich. Du bist erledigt. Ist dir zu viel, Jedi? Unmittelbar vor dem Gegner blocken. So. Okay. Oh. Gegner kann man auch verlangsamen, das ist ganz gut. Acht Kräfte leeren die Machtanzeige. Okay. Ah. Schon richtig coole Fähigkeiten. Ne? Hä? Ach so, ich hab's begriffen. Ich hab vergessen, LT zu drücken. Machtanzeige ist leer. Füge Gegnern Schaden zu, um Macht zu generieren. Okay. Kannst du keinen Treffer einstecken? Ja. Und nu? Ich hab hier, das Spiel habe ich ja schon mal gespielt. Hier bin ich erstmal richtig hängen geblieben. Und Opi, vielen Dank für die vielen Zuschauer. Hallo, danke. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie kam man denn hier runter? Oh Gott. Hier. Was hier? Offensichtlich war es hier nicht. Ich fand diese Stelle, die Stelle schon mega fies, muss ich sagen. Das hat bestimmt, ich bin bestimmt nicht der Einzige, der hier stehen geblieben ist. Hier! Hier geht's weiter! Die haben gewonnen. Respawn. Der Mike ist schon wieder eingepennt. Ich wette es. Ah! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh nein, so jetzt. Gesehen? Nein! Oh, ernsthaft? Das ist jetzt eben nicht passiert, oder? Oh, ach cool, ich bin wieder hier gespawnt.
Während der Tötungsanimation bin ich runtergefallen. Wie fies war das Leben? Geh nach vorn, halte den Zug auf. Oh nein! Hochdeckung! Zwischen den Seiten nach vorn. Ich glaube, die wollen mich tot sehen. Kann das sein? Oh, oh. Lauf! Das sind nur nette Leute. Schneller! Ey, komm, 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 komm! Egal, der Zug ist noch zusammengekoppelt. Das schaffen wir schon. Okay, wir müssen auf jeden Fall runter. Mal beeilen. praktisch. Ach, wir haben es bald. Oh nein, noch mehr von denen. Hallo, wie geht's denn so? Beweg dich. Das Imperium ist doch alles egal. Hauptsache, Jedi ist tot. Ja! Festhalten!
Wir haben Besuch. Wohin des Weges? Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Oh Mann. Die zweite Schwester heißt sie, ah ja. Oh. Meine Geduld hat Grenzen. Weiche Angriffe aus, die roten Angriffe können nicht geblockt werden, naja. Dein Untergang rückt näher. Du bist zu langsam für mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gleich tot! Drück, Minerva! Hartnäckiges Ding war das. Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Grease Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Kerl. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Was nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh. Sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Oh. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin. Kannst du dich ausruhen? Du bist in Sicherheit. Im Moment.
Im Moment, ja. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Ey, egal wer im Schlaf redet, der ist kein Spinner. Ah ja, wo sind wir denn hier? Ah ja, okay, guck mal. Da haben wir eine Werkbank. Aber da unten, ah, da geht's runter, okay. Aber wir können hier nur laufen, deswegen, ja. Sieht hier trotzdem sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Grease? Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Arbeiten. Der fährt da nur geradeaus. Das ist Autopilot, das ist nicht arbeiten. Ah ja, ja. Oh, eine Kaffeemaschine. Hm. Oh. It's time for music. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Gerald T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Jemand, der mich treffen möchte. Im
suche ich wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht sie dann mich? Gute Frage. Nette Viecher, ne? Was seid ihr noch da? Philipp ist so ruhig, Mike ist so ruhig, Mike pennt. Warte mal ganz kurz. Philipp, aufwachen! Maike war auch irgendwie halb am Pennen. Ei! Hallo Shadow, schön, dass du da bist. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich hier nur konzentrieren. Opi, wie bist du denn gelandet? Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sehr schön. Oh, meditieren. Und Shadow ist da. Hallo Shadow. Speicherpunkt. Speicherpunkte findest du überall auf Calls. Reise. Interagiere mit ihnen, um deine Fortschritte zu speichern. Okay. An Speicherpunkten kann sich Call ausruhen und Fähigkeitspunkte in den Erhalt neuer Fähigkeiten investieren. Ja, das ist schon mega geil. Ich habe das schon mal ausprobiert. Es gibt nämlich so einen Fähigkeitsbaum. In diesem Fähigkeitsbaum gibt es quasi Sachen, die ich lernen kann, wie das hier. Setze deinen Fähigkeitspunkt ein, um Überkopfhieb zu lernen. Das heißt, es gibt noch mehrere Attacken, die ich lernen kann. Ist schon praktisch, würde ich sagen. Er fesselt einen mächtigen Angriff, der für schwächere Gegner tödlich ist. Y drücken. Ja, das ist schon recht praktisch. Finde ich cool. So. Oh, mein CPU spielt auf 100%. Oh. Hey, BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Voll süß. Ich weiß nicht, wie Roboter süß sein können. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Ah, neues Ziel zur Holo-Karte hinzugefügt. Erreiche das Gewölbe. Oh ja, es ist schon ein bisschen dahin, ne? Okay, wir können nach links oder nach geradeaus. Wir können uns das quasi aussuchen. Experimentiere mit Befehlen der Holo-Karte. Zoom, drehen können wir hier, bewegen. Da siehst du. Holo-Karte werden auch unerforschte Wege und wichtige Landmarken angezeigt. Ja, das ist ja praktisch. Geh wieder raus. Ich schließe. Okay. Ah ja. Oh, ich finde das Look leider echt. Das ist ein großer Käfer. Es greift mich an! Ich muss es töten! Ja, so denken Jedis. Nein, natürlich nicht. Irgendwie widerspricht sich das Handeln so ein bisschen. Ein Echo warnen. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Oh, eine Datenbank. Totes Blocks. Ein totes Blocks, der von Bocklingen getötet wurde, als er ihr Nest plündern wollte. Tragisch. Eins von fünf, also gibt's fünf seine Wesen oder was? Hier geht's nicht weiter. Darum hat BD1 mich gewarnt. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich.
So, wo ist er denn? Ach, da! BD1 voll cool. Da lang, ne? Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Seilrutsche? Bocklingen? Falsches Spiel, was? Bocklingen? Hä? Cool. Wie hast du das gewusst? Halt. Hier können wir wieder meditieren. Wir haben 0 Fähigkeitspunkte, deswegen bringt es das gar nichts. Aber ihr könnt speichern, ne? Ich glaube, wenn wir Gegner töten, kriegen wir Erfahrungspunkte und die können wir dann quasi speichern, indem wir meditieren. Aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Achso, der offizielle Weg. Ich habe das Spiel natürlich schon mal ein bisschen angespielt. Hier war ich nämlich auch schon. Es gibt hier ein Wesen, welches ich nochmal bezwingen möchte. Es ist recht schwer, aber es geht. LB, um Lichtschwert als Licht zu nutzen. Da ist es. Oh Mann! Er hat mich schon zur Hälfte getötet. Oh, schnell nachdem du zu Boden geworfen wurdest. B, ja. Okay. Er hat mich. Oh Mann. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Vieh irgendwie stärker ist als ein Stormtrooper? Weiß nicht, von denen haben wir 100 Stück getötet und der tötet uns mit einem Schlag. Fast. Ups. Oh, falsche Seite. Hier wollte ich lang. Irgendwie Bocklinge. Bocklinge, was? So. Wir sehen schon mal an. Hier nochmal ganz kurz. Das war Blocken, genau. RB war das andere. Das kriegen wir hin. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Hä? Wie fühlt sich an? Wie war das? Ach so, so war das, ja genau. Was? Ist nicht dein Ernst, ey. Wie kriege ich das Viech am besten tot? Ich muss reinkommen ins Spiel. Das funktioniert. Glaubt mir. Es funktioniert. Man kann es überleben. Glaubt mir doch. Ich bin gerade überlegen, ob man das nicht auch auf der PS4 kaufen könnte, das Spiel. Es ist nur ärgerlich, weil ich das schon gekauft habe, ne? Aber ich glaube, auf der PS4 kann man es vielleicht ein bisschen besser streamen, weil es nicht so extrem ruckelt. Für ein Ding. Mann! Ich schaff das. Ihr müsst nur dran glauben. Schreibt mal in dem Chat, ich schaff das, denn dann kriege ich Motivation.
Kannst du nicht vorher leveln? Ich hab keine Ahnung. Nö. Wie denn, wenn hier nichts ist? Ey, schaff das ganz bestimmt. Mann. Willif ist auch die Einzige, die mich mobbt. Bei Mike ist mir ja pennt. Okay, jetzt bist du endgültig dran. Alter! Mann! Ich hasse dieses Viech. Man muss nur Geduld haben, wurde immer gesagt. Das macht Spaß, haben sie gesagt. Mann! Frau, ernsthaft. Keine Abkürzung. Oh. Was ist falsch mit dir? Du dummes Ding. Das stürzt sich auch sofort auf mich rauf, ne? Ich mal erwähnt, dass das hier voll warm drin ist. Der 3D-Drucker. Ich heiz hier nicht, ne? Ich habe auf Eis gestellt. Der 3D-Drucker, der macht so eine Wärme, dass ich den ganzen Raum gleich mitheizen kann. Also effizienzmäßig ist der Drucker im Winter ganz schön gut, weil er heizt den Raum, ne? Dadurch ist die Wärmeenergie, die du erzeugst, auch recht praktisch verwendet. Ich glaube, ich muss. Pass mal auf. Ich bleib jetzt mal richtig taktisch. Ich greife richtig selten an. Dafür blocke ich sehr viel. Das muss doch machbar sein. Ach, der Drucker. Doch nicht mal! Alter! Steh auf, du! Also den ganzen Stream lang hat er versucht, eine Kröte zu töten.
sowas überhaupt leben? Nein! Was macht er denn da? Der springt gleich schon fast runter. Oh, ich glaube, du machst fast falsch. Glaube ich nicht. Ich mache alles richtig. Ich bin perfekt. Aber im Dunkeln kann er mich ja nicht sehen, ne? Oh oh. Ich komme in Frieden. Oh oh. Safe Daddy ihn. Deck 3576. Hast du übrigens meinen Namen falsch geschrieben, Felef? Das ist ja fast eine Beleidigung. So. Warte, wenn er diesen langen Angriff. Was mache ich denn? Bin am Tablet, da ist das Schreiben anders. Ja. Machen Kritiker auch immer, weißt du? Und dann, wenn ich das sage, ja, das ist wegen Tastatur, dass ich da so schlecht schreibe, ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hallo, mein Freund. Beweg dich doch! Ich sag euch, als ich das Offscreen gespielt hat, habe ich das schon mal geschafft, diese Kröte. Kein Scheiß, und es war voll einfach. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Und nein, es war derselbe Schwierigkeitsmodus.
ist nicht wahr. Und am Ende kommt raus, dass du doch im schweren Modus gespielt hast. Niemals. Setzt du deine neue Fähigkeit da? Setzt du deine neue Fähigkeit ein? Oder kannst du noch etwas verbessern? Ich habe die neue schon eingesetzt. Das Problem ist, irgendwann ist alle. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade eine gute Technik rausgefunden, wie ich das, glaube ich, gemacht habe, auch letztes Mal. Mich. Vor allem, ich hab dir noch nichts getan. Das ist einfach so ein Schlägertyp. Ey, du wirst aufs Maul, komm her. Wir könnten das auch friedlich lösen, aber nein. Heck, love, not war. Und trink mir Coke. Nee. Komm, wir bringen dir eine Coke mit und dann trinken wir gemeinsam eine. Das macht Freunde. Oh, er ist gegen den Pfeiler gelaufen, macht nichts. Er hat sowieso schon einen Dachschaden. Mann, ich will doch nur diese Kröte töten. Spricht da was gegen? Er braucht schon Licht. Wenn er auch eine Kröte töten kann. Ich krieg euch nicht auf. Ich bin immer ein Lächeln in der Tür. Guck mal, wie toll dieses Spiel ist. Ich kann immer eine Kröte töten. 6,5 Stunden später. Mikey wieder aufwacht, bist du wieder bei der Kröte. Die wacht nicht mal auf. Müsst ihr mal so ein Elektrohalsband irgendwie anbringen? Dass immer per Knopfdruck, wenn sie wieder schläft, beim Stream Stromschlag geben kann, dass sie wieder wach ist. Das war so knapp. Also wenn sie nicht mehr aufwacht, würde ich mir Sorgen machen. Ja gut. Gibt's eine neue.
You can see, I can jump. Herr Fluch, doch mal! Ach! Eine, die Gronkh mag. Das ist das Update, ne? Weißt du, so die Maike 2.0 mag Gronkh. Mann! Weißt du, der rote Angriff ist leichter als diese anderen. Aber immerhin, ich komme immer weiter, ne? Wenn ich wieder einen normalen Schlafrhythmus habe, bin ich abends jetzt so extrem müde. Na Gott sei Dank. Denk dran, nächste Woche Freitag habe ich wieder Nachtschicht. Der gibt doch keine Chance, wenn er mich einmal hat. Bossgegner, ey. Und ich finde diesen Spawn richtig mega scheiße. Wenn ich das nur so sagen darf. Nein, du machst mir das nicht kaputt. Also ich muss ja wieder in den Nachtrhythmus rein dann. Vor allem jedes Mal, wenn ich diese Kröte einmal haue, werde ich hier aufgestuft, ne? Das ist eigentlich total unpraktisch, weil ich dann irgendwie langsamer werde und die Kröte beißt zu. Ich müsste mal diese SpongeBob-Musik anmachen. Und jeden einzelnen Tod klippen, weißt du? Und dann so ein Video zusammenschneiden. Und so ein Countdown dazu. Kannst du nicht zurück oder woanders lang? Ich will diese Kröte töten!
Ich hasse dieses Ding. Okay, dann weck mich, wenn du es tust. Wenn du es hast. Ja, natürlich. 6,5 Stunden später. Weißt du, die Kröte, weißt du, ich lerne nicht dazu, die Kröte lernt dazu, wie man mich besiegt. So ist das also. Ah, da ist er wieder, der kommt gleich wieder. Töten, 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 töten. Ah, mittlerweile weiß ich, wie er das macht. Töten, 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 töten. Ich muss üben. Also, warte mal. Oh, ich will jetzt irgendwas. So. Du machst du Rolle, so weichst du aus. Mit A springst du, das bringt nicht viel. Muss ja ausgerechnet dann immer ein Level up haben? Der stört total! Scheiß Konstruktion braucht keiner! Und so starb er. Hast du mein Gerüst kaputt gemacht? Ja! Mann, steh doch einmal auf, du verdammter Jedi! Twitter!
ist doch ganz einfach. Ich weiß nicht, was ihr habt. Der arme Bogling ist tot. Wollte er seine Familie schützen? Ein dritte Lebensessenz erhalten. Sammle zwei weitere, um seine maximale Lebens erhöhen. Juhu. Das. Endlich! Ha! Wo ist sie hin? Lol, sie ist einfach despawned. Elif ist erleichtert. Ich sag doch das einfach. Und jetzt sterbe ich nochmal. Und zum nächsten lustigen Stand. Was ist das für ein Ort? Ja, sieht sehr gut aus. Ich wollte schon sagen. Da ist noch ein Echo. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Hm. Eieieiei. So, B1. Halt. Ich sollte vielleicht vorher meditieren, damit der ganze Kram, den ich eben durchgezogen habe, auch hinter mir ist. Oh, bald können wir den Baum erweitern. Leben und Macht wurden wiederhergestellt und Gegner sind respawned. Was? Nein, nicht nochmal. Vorsicht da drüben. Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Hm. Oh. Ich komme. Oh oh. Sag mal, tu meinem kleinen Freund nichts weh! Und du auch nicht! Und ich mach gern Vasen kaputt. Wo bist du hin, kleiner Freund? Du bist verletzt! Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte, ich helf dir dabei. Darf ich mal? No. Oh. Schon gut. Schön. Der Scrum-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay. Versuch's. No. Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also erstmal müssen wir irgendwie von ihr wegkommen. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich bin schon selber raus. Ich würde sagen, hier, ne? Eng. Es wird schon gehen. Lichtschwert, um den Raum zu erhellen, ja. Um so viel bringt das nun auch nicht. Die Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Ja, die sind ruhig stabil. Oh, dann müssen wir jetzt hier durch, ne? Oh! Ups!
mir geht's gut. Au. Eilen. Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Ach cool, jetzt können wir uns heilen. Hätten wir noch nie gebraucht. Okay. Hier, komm an Bord. Ich glaube, der Kleine mag uns. Wie die Eins. Wie kommst du hierher? Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Was sind das für Kisten? Die war eben auch noch da. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Wo willst du hin? Was haben wir gefunden? Neuen Sender erhalten. Oh cool, jetzt können wir Radio hören. Ganz Lichtschwerterteile auf Werkbänken in allen Teilen der Galaxis auf der Mantis austauschen. Nice. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Es ist nicht mehr weit. Würde ich jetzt zumindest behaupten. Du hast alles kartografiert. Prüfbar geblockt. Einige Wege sind kahl gesperrt, bis er über Fähigkeiten verfügt oder was? Wechselt die Ansicht und andere Bereiche der Karte zu markieren, okay. Wir müssen da nach unten wahrscheinlich. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Okay. Kriegen wir hin. Hallo, mein Freund. Ich hab mir den Kopf abgehackt. Ist das gut? Ich seh's mir an. Was hast du? Fähigkeitenpunkt erhalten. Nice. Was? Unkrate. Haben sie den Boden ein, um den Gegner zu täuschen, ehe sie angreifen. Einfach zu parieren, lässt dich nicht umzingeln. Okay. Das ist mir eine Kiste. Oh, okay. Was ist das, BD1? Poncho-Material. Dämmung auf Bugano. Ein Poncho haben wir bekommen. Aha, cool. Wir meditieren. Kommen wir nur nach zurück. Da könnten wir runtergehen. Haben wir hier. Da können wir hier meditieren. Das können wir ja gleich noch machen. Hier ist zu, aber hier ist noch was versteckt. Ein Echo können wir hier wahrnehmen. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Ah ja, mit dem Stock. So, wir können den Fähigkeitsbaum benutzen. Wir können eine neue Fähigkeit freischalten. Haben wir hier. Sprintattacke. Karl sprintet nach vorne und attackiert sein Ziel, springe während des Sprints. Ein Salto über das Ziel zu machen. Haben wir noch zwei Fähigkeitspunkte brauchen wir dafür. Ein Fähigkeitspunkt brauchen wir dafür. Karls maximale Leben erhöht sich. Was haben wir hier unten? Karls maximale Macht erhöht sich. Ich würde sagen, neue Leben klingt doch gar nicht mal so verkehrt. So. Jetzt können wir diese großen Dinger auch ein bisschen besser, länger überleben. Das ist schon mal ganz gut. Ist der Kleine, das so aushält, ne? So. Oh nein! Philipp, ich habe eine Überraschung für dich. Du wirst begeistert sein. Glaube ich. Lauf weg! Hä?
Okay, der war aber diesmal einfacher als der andere. Oh Gott. Ein Okto. Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen ab. Extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Ah, die Zunge abschneiden. Und er wird gleich mal kommen. Nee, das ist nur der kleine Bruder von dem... Oh. Alter. Der hat mich überrascht. Entschuldige. Das war jetzt echt... ab. Ah. Scannen. Warte mal. Wir können ja sehen. Warte mal. Der hier war das, ne? Okay, da kommen wir noch nicht lang. Da ist ein Fahrstuhl, den können wir nutzen. Verfügbar. Geblockt. Was haben wir noch? Unerkundet. Also da geht's auf jeden Fall zum Tempel, offensichtlich. Kommen wir denn dahin, wenn wir das hier nutzen? Obwohl, lassen wir das Ganze, glaube ich, mal. Ja, lass das lieber. Ich glaube, da kommen wir auch noch nicht so wirklich hin. Vielleicht nehmen wir doch lieber den Weg hier. Wo geht's hier? Hat es voller Verstecke, darf ich das mal so sagen? Kommen wir da rüber? Nein! Offensichtlich kommen wir nicht darüber. Ausruhen wäre gar nicht mal so verkehrt. Neben Fokus und Stimmbehälter wurden wiederhergestellt. Ja. Hallo, mein Freund, da bist du ja wieder. Ich lass dich mal in Ruhe. Einmal töten langt mir. Schwer Sonne, Viecher. Ist was versteckt wieder. Genau wie hier oben. Monster festhalten? Nee. Ich glaube, es gibt immer noch die Möglichkeit, häufiger mal vorbeizukommen. Ach, scannen. Achso, das scannt das Vieh. Oh. Ach, schön den Kopf abgehackt. Ah, macht nix, der wächst nach. Das scannt echt jedes Vieh. Größerer Samen erhalten. Ein Kapli. Wow. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ich glaube gar nicht so wirklich, ne? Hm. Wir müssen eine Fähigkeit irgendwie erlernen, dass wir uns so hoch bewegen können. Die haben wir noch nicht. Das knurrt hier so.
Hi, wie geht's denn so? Schöner Tag, oder? Oh Gott. Ahne Schlimmes. Siehst du was da drin? Aber er tut mir nichts. Oh. Die Vergangenheit ist immer schön. Ah, ich lerne gerade eine neue Fähigkeit. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Ring? Erneut. Schneller, mehr Intensität. Ah. Gut, Padawan. Jetzt komm her zu mir. Ja geil, Wandlauf. Schafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Nice! Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Stimmt, da kamen wir ja nicht lang, ne? Jetzt kommen wir dahin. Krass! Ja, cool! Oh, ich hab so eine Ahnung. Wie wir da hinkommen, und zwar so. Den Weg hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Oh, wie kommen wir denn wieder hoch? Ich glaube so, ne? Oh ja, und da kommen wir wieder zurück zum Ausgang. Alles klar. Ich würde gerne noch da hoch. Wie kommt man denn da hoch? Hallo? Ah, da geht es noch weiter mit den Wandsprüngen. Das mit der neuen Fähigkeit klärt sich alles irgendwie ganz schnell auf. Ich erinnere! Oh, ich erinnere! Die Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Ah ja. Frustration. Die abgelegene Tasche eines Besuchers von Coruscant. Letzterer war wegen des Rates der Jedi seltsam frustriert. Frustriert, ah ja. Ein gut versteckter Meditationsbereich. Wer auch immer hier war, kannte den Orden der Jedi. Echt so eine... Bin echt gespannt, wie das sein könnte. Dann würde ich sagen, meditieren wir eben mal fix. Weil der ganze Kram ja noch gespeichert ist. Ausruhen müssen wir uns jetzt nicht. Uns geht's ja recht gut. Ah, und jetzt kommen wir auch hier lang. Ja, cool. So öffnen einem sich neue Wege. Also was drin. Neuer Lichtschwertschalter erhalten. Mut und Weisheit. Abkürzung freigeschaltet. Mensch. Sind wir gleich schon wieder da, ne? Oder? Haben wir hier schon mal? Zeig mal die Karte. Ich glaube, hier waren wir. Das ist der Speicherpunkt. Ah, okay. Aber hier unten kommen wir wieder dahin, wo wir herkamen, ne? Ach ja, okay, alles klar. Jetzt hier, wenn wir jetzt da runtergehen und da wieder
runterkäme, dann wären wir wieder hier. Aber ist die Frage, ist da was versteckt? Nee, da waren wir schon mal. Alles klar, gut. Ich erinnere. Huh! Oh Gott, Käfer! Oh! Oh, scanne mal. Gut gemacht. Alles okay, BD1? Hört man gern. Bist du noch da? Der kleine Käfer! Oh oh. Das war eine Falle. Alles klar, ihr arbeitet zusammen, ja. Oh. Ich glaube, das Vieh scheint ganz nett zu sein. Ich spüre ein Geheimnis. Hier ist nämlich noch ein Echo. Jemand hat hier gelagert. Wir hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinlorg. Beinlorg. Ah ja, das ist also Beinlorg. Beinlorg. Kannst du das hacken? Genau, öffne das mal. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Oh, das Lichtschwert Töse erhalten. Anschluss muss für die Bedienung dieses Gerätes repariert werden. So, es heile! Glaub, reparieren können wir aber noch nicht. Vielleicht lohnt es sich später nochmal wieder zu kommen. Cool. Hätten wir ja eigentlich gleich hier landen können, das wäre doch viel sinnvoller gewesen. Oh, dann los. Ich bin schneller! Wettrennen gegen. Ah, ich glaube, er gewinnt. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Ich glaube, wir meditieren einmal. Ausruhen. Oh. Ich glaube, wir können hier interagieren. Ein Tempel. Gerne. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden.
und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Sepho! Reiseziel freigeschaltet. Wie kommt man jetzt zurück hier? Zeig mir doch mal die Karte. Wir sind wieder da. Kommen wir vielleicht hier auch? Ah, hier war was. Scannen! Innenschrift. Das Gewölbe besteht aus Granit, einem harten, mineralreichen Stein. Die Innenwände sind mit Metallplatten und Inschriften verziert. Da die Glyphen in keiner galaktischen Datenbank erwähnt werden, ist die Sprache vermutlich nicht überliefert. Interessant. Opfergaben. Diese Relikte enthalten Materialien, die nicht von Organo stammen. Ihre fragile Struktur lässt vermuten, dass sie rein dekoratische Zwecke erfüllten und möglicherweise Objekte von religiöser Bedeutung waren. Es wäre denkbar, dass sie im Zuge einer Pilgerfahrt hierher gelangt sind. Hier geht's offensichtlich nicht zurück. Wir müssen offensichtlich den ganzen langen Weg zurückgehen, so. Ich hab gefunden, was ich sehen sollte. Hui! Ganz so an. Wir warten. Einen schönen guten, wunderschönen Abend. Hallo, oh, Begrüßung gibt's später. Ich muss jetzt erstmal mal kämpfen. Oh Gott. Oh Mann.
Nein! Nicht fressen! BD1? Alle Dinger sind echt ohne. Nicht ohne. So, einen wunderschönen guten Abend, Tim Tiger. Wie geht es so? Alles bestens? Oh Mann. Ekliges Vieh. Ich glaube, es ist ein bisschen spät, ich wollte nicht mehr so lang machen. Aber Eis drum. Wie kommen wir denn jetzt hier zurück? Ah, wir können den ganzen Weg hier so lang gehen. Hier? Scannen. Mysteriöses Skelett. Der Struktur dieser Knochen nach zu urteilen, handelt es sich hierbei um ein großes Reptil. Laut einer Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind diese Überreste etwa 1000 Jahre alt. Man lernt hier eine Menge. Aber ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht. Hallo? Ich würde sagen, wir sollten hier mal runterspringen, ne? Verlassene Werkstatt. Ja, da sind wir wieder hier. Es ist cool, dass der Roboter alles scannt. Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Eiseziel freigeschaltet. Dathomir. Dathomir. Anpassungen. Ah, man kann hier sogar sie umziehen, ne? Kann die Fähigkeiten angucken. Kannst du bis jetzt hier immer nur den Poncho auf uns wechseln? Ups! Zurück wird schneller gehen. Ach, hier sind wir. Wie schön. Ja. Wie war das? Wird schneller gehen? Ich glaube nicht. Aber gut. Aber mein kleiner Freund hier drinnen, der ist weg. Glaube ich. Der ist wirklich weg. Der hier drinnen war. Wahrscheinlich, weil das ein Boss war. Kann man das Ding überhaupt öffnen? Er muss repariert werden. Ah Mann, schade. Ich dachte, dass wir hier weiterkommen. Ach cool, der leuchtet uns jetzt auch noch. Das ist praktisch. So, war jetzt leider ein bisschen länger weg. Bin wieder da. Oh, ich dachte, du wärst... ja, gut, okay. Das erklärt leider deine ruhige Zeit. Schön, dass du da bist. Freut mich. Ich musste eben gegen ein riesiges Monster kämpfen, weshalb ich keine Zeit hatte, dir... einen wunderschönen Tag zu wünschen. Aber du kennst das ja, ne? Wenn man konzentriert sein muss, dann muss man sich ja konzentrieren.
So. Genau, hab das Spiel schon längst durch. Ah, okay. Ich denke mal, das Spiel ist schon recht groß, oder? Das kommt mir zumindest gerade so vor, weil es so offensichtlich viel zu tun hat. Entschuldigung. Entschuldigung. Teilweise. Okay. Die Story finde ich recht interessant, deswegen. Ich lasse mich mal weiterhin überraschen. Diese Kombination, ne? Aber 12 Spielstunden und die Story ist vorbei. Ah, alles klar. Bist du denn eher so der schnelle oder eher der langsame Spieler? Erkundest du nämlich damit? Ich habe mich ein bisschen viel erkundet noch. Bin schneller, alles klar. Ich kann halt weiterhin die Planeten decken. Ein Scan? Bockling-Gang. Bockling-Gänge verbinden verschiedene Nester und sind ein natürlicher Schutz vor Fressfeinden. Bocklinge können täglich 5 Meter weit graben. Sie arbeiten in Hecheln oder großen Rudeln zusammen. Und verbringen etwa ein Drittel ihres Lebens mit dem Bau ihres komplexen Gangsystems. Ach, die Dinger, ne? Sieht aus wie so kleine Evolis. Ja, und weg sind sie. Ja, lass uns doch mal die Tür suchen. Ach, da! Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord, wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1, einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Botoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Ein Holocron? Cool. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, wissen zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Danke. Ich sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Ach, ich darf noch selbst entscheiden.
dachte der Follower-Stelle und gebe mir den Holocron auf. Ja, leider nicht. Das war ein schöner Trick, ne? Quatsch, Trick, was sag ich denn da? Das wäre ein schöner Versuch gewesen, ne? Agieren? Was ist das? Was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Ja, cool. Und hier können wir wahrscheinlich aussuchen, wo wir hinwollen. Denn schon mehrere Planeten offensichtlich. Muss ja mal ausprobieren hier. Legen wir den Kurs fest. Defo und Defemir. Ja, und hier haben wir unseren schönen ruhigen Planeten. Ja, gefällt mir bis jetzt. Aber ich empfehle Zephyr. Ich habe mir schon gedacht, weil das andere sieht schon ein bisschen bedrohlicher aus. Bisschen fies am Anfang, alles klar. Ja, aber ich werde heute nicht mehr weiterspielen. Es hat den Grund, ich muss morgen wieder einen Dienst verrichten. Weshalb ich jetzt leider entscheide, den Schluss zu vollziehen. Ich muss mich härter durchsetzen. Ich spiele mich immer recht fest, aber jetzt muss ich mich so ein bisschen ändern. Ich bin jeden Morgen richtig müde und ich möchte das entsprechend nicht mehr. So. Ja, aber dennoch, es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich das weiter streamen könnte. Das Problem ist, mein CPU, der ist auf 100%. Jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele. Also man merkt auch ab und zu mal ein paar Ruckler. Da kann ich nichts machen. Da ist mein CPU zu schwach. Ich hätte das auf der PS4 spielen sollen oder sowas, ne? Twitch hat das ja leider gar nicht. Es ist ärgerlich, dass das halt so gut aussieht. Grafik runterstellen, hab ich schon, das ist schon auf Mittel. Ich will jetzt nicht noch tiefer gehen, dann kann ich das gleich vergessen. Ich mag das nicht so, wenn das so schlecht aussieht. Also das Spiel zieht schon richtig Leistung. Ich kann es ja mal runterlassen wegen CPU. Könnte ich, aber ich glaube, ich kann da nicht wirklich viel machen. Ich kann ja mal hier den Task Manager öffnen. Also momentan habe ich jetzt das Spiel beendet. OBS macht ja schon 40% aus. Gut, Google hätte ich mal ausmachen, obwohl, nee, auch nicht. So viele kleine Mini-Prozente, die noch dabei sind, aber die lohnen sich jetzt auch nicht wirklich. Naja. Tiefer als Mitte geht's nicht. Siehst du? Also habe ich ja schon komplett runtergestellt. Aber als ich das privat gespielt habe, so in Ruhe, ne? Ich habe übrigens einen 2K-Monitor, also nicht wundern. Habe ich das auf Ultra gestellt und auf 2K. Super, Top-Bild. Ja, 144 Hertz. Ich war verliebt in diesem Spiel. Aber jetzt für den Stream muss ich dementsprechend etwas runtergehen. Sonst schafft es mein System nicht. Wäre schon geil, könnte ich Stream über meinen Laptop machen. Und diesen Monitor durch Dings jagen, durch den Laptop oder sowas. Aber das ist zu viel. Das ist OBS und das Stream kenne ich gut genug. Ja, das ist OBS. Aber OBS ist momentan das Beste, was du dann immer noch kriegen kannst, ne? Wobei Nvidia mittlerweile auch schon richtig nachgehauen hat. Die haben jetzt auch schon irgendwie sowas mit Streaming und alles. Das könnte noch recht interessant werden. Wenn Nvidia jetzt das Streaming komplett zusammen wirklich auch mit unterstützt. Das macht es ja jetzt schon, ne? Dann würde das noch ressourcensparender sein. Ich bin hier gerade bei den Treibern. Game Ready to Drivers. Download No. Oh! Star Wars Fallen Order. Extra ein Update hier. Sollte ich vielleicht mal laden. With our newest driver, we are bringing you launch day support for Star Wars Jedi Fallen Order. In Storm VR Plus, was? Entschuldige, der Discord funktioniert gerade nicht, dieser Command.
Ich gebe ihn dir trotzdem auf. Ich habe vergessen, den Chatbot anzumachen. Ja. Ich gerade selber hier. Ich mach dir mal einen Link hier fertig. Einen Moment. Da haben wir es. Bin mal so frei und mach das. Guck mal, du kriegst höchstpersönlich von mir einen Link. Ist das nicht toll? Warte mal. Ich aktualisiere gerade Nvidia die Grafikkarte. Ich glaube, das ist nicht so eine schlaue Idee, das während des Streams zu machen. Aber die Aktion wird gerade ausgeführt. Ups. Oh, ich glaube, er hat's schon gemacht. Es könnte jetzt sein, dass durch den Treiber, dass das Spiel vielleicht ein bisschen besser läuft, aber so wirklich glaube ich auch nicht. Ach, der läuft immer noch. Eine halbe Gigabyte, okay. Du kommst aus Norddeutschland, welches Bundesland? Aus dem höchsten. Schleswig-Holstein. Der ist auch schon bald fertig. Uiui, Nordsee oder Ostsee? Ostsee. Naja, aber den Grafiktreiber zu aktualisieren hilft manchmal echt. Ja, es ist tatsächlich so. Software, man sagt ja, du siehst ja, beste Beispiel ist ja immer noch die Switch, ne? Die hat zwar nicht wirklich Power, ne? Also so die beste Grafikkarte oder sonst was, aber bei Nintendo ist es ja so, die optimieren das Spiel so perfekt, dass das richtig gut rüberkommt, das Spiel. Zumindest meistens. Das neue Pokémon ist eine Ausnahme. Es ist ja auch nicht direkt von Nintendo. Aber die machen das so gut, dass die optimieren das so perfekt, dass du das wirklich das Beste rausholen kannst aus dieser Hardware. Ne? Software ist da wirklich schon sehr, sehr wichtig. Naja, so. Ja. Druck, also ich finde es mal interessant, wie der nebenbei läuft. Ich glaube, man hört ihn auch leider, wenn ich rede. Ich habe das zumindest aber auch gemutet so ein bisschen. Aber ich habe das so gut versucht, wie es geht. Ich muss nebenbei drucken, weil sonst wäre ich nie mit dem Projekt fertig, aber sonst, ja. Es ist ein paar nervig im Stream, aber was soll's. So. Was machen wir jetzt? Timt Tiger. Ist das so richtig ausgesprochen? Ach, man hört ihn gar nicht so stark. Ja, gut. Weil gerade so ein Modell zu basteln, ne? Also man sieht, dieses eine Teil ist ja schon recht groß. Im Nachhinein versuche ich, dieses Modell nachzubauen. Tim die Tiger. Ah, okay. Tim der Tiger. Im Moment versuche ich, dieses Modell nachzubauen. Müsste eigentlich recht bekannt sein, ne? Das ist momentan ein Dachteil. Teste doch kurz, ob es jetzt besser ist. Du, ich glaube nicht, dass die erstmal ist der Driver noch nicht komplett runtergeladen, der neue. Und dann musste ich OBS beenden und OBS nochmal neu starten. Ich glaube, das werden wir nächstes Mal ausprobieren. So, wann spielen wir überhaupt nächstes Mal? Also, ich würde sagen, wir werden am besten streamplanmäßig. Also ich habe dieses Wochenende frei, aber ich will jetzt unbedingt was anderes spielen, glaube ich. Vielleicht spielen wir mal wieder was Gesellschaftliches. Also mit dir, Felix. Wir gucken mal. Ich ziehe jetzt einmal den Stream hier raus. Damit ich hier den Stundenplan nochmal anpassen kann. Ich habe unten diese Anwendung hier, Streamlabs, Stream Shadow. Streamplan. Und ich kann jetzt Tuesday wieder hinzufügen und Thursday. Die Zeit war eigentlich ganz okay. Ich glaube, nächstes Mal müsste das auch so von der Zeit her klappen. Ja, das müsste hinhauen. Und vielleicht streamen wir noch Sunday. Ich würde Samstag sagen. Dass wir Samstag nochmal was streamen um 20 Uhr oder so. Ich trage das hier nochmal ein, schnell. 20 Uhr, so. Gucken wir mal. Alles klar. So, ich hoffe, das ist jetzt übertragen worden. Naja. Schon mal an Rocket League gedacht. Rocket League
einmal schon mal gespielt, aber ist jetzt nicht so meins. Also, ja, ich spiele es gerne mal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt im Stream spielen möchte, ne? Selbst wenn, ich glaube, dieser Hype, ich finde, diesen Hype ist auch schon wieder vorbei. Und irgendwie reizt mich das Spiel auch nicht mal so wirklich. Ja, auf dem Discord bist du im Channel, wa? Ja, der OBS habe ich so eingestellt, dass er mich, obwohl, Discord habe ich so eingestellt, dass ich immer da reingedrückt werde, wenn ich einen Stream starte. Heißt, man könnte mir, bestimmte Leute können mich jederzeit erreichen einmal. So, ich gebe dir mal nochmal eine Rolle als Follower. So. Naja, so, ich mache jetzt Feierabend. Da gab's einen Hype. Ah, du hast doch gesehen, Rocket League da, Rocket League hier, bla bla bla. Weiß ja hier mit Facebook und sowas. So, ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen, erholsamen Abend noch. Ich muss jetzt gleich ins Bett schon wieder. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen fertig. Ja, ein bisschen Hygiene und dann ab ins Bett. Ich mache jetzt Musik an und wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann Samstag. So, bis dann. Ciao. Wo ist der Knopf? Ach ja.